So, wir sind wieder da. Mein Internet funktioniert wieder. Meinen Router habe ich mal ganz kurz einen auf den Deckel gegeben. Und wir machen jetzt hier gleich weiter. Mit Grid. Mission Nummer 7. Die ist zwangsweise mit Max. So. Na dann, du darfst wieder vorlesen. Hey, ich darf. Move your north tank north along the road. Yep. Along the road. You reckon east your north tank. Yep. Your remaining tank north. And load the two mechs into your south lander. Hammer. Dive your south sub on the east. South sub to the east. Hier. One east. One east. Dive. Dive your south sub one east. Okay. Das haben wir. Dive your remaining sub one east nor north three. Warte. Warte. Sub one north three east. So rum. Yep. Das haben wir auch. Move your north lander north. Einfach nur north. Einfach nur north. Hammer. Warte mal, kurz, das habe ich wieder. Okay. Your remaining lander no north. Haben wir auch. Your battleship on the north, one north, two east. Yep. And your cruiser one north. Ja, haben wir alle Seeeinheiten nicht schön versteckt. Okay. Die Infanteries. Ja, jetzt kommt Grid. Jetzt geht hier nur, dass Grid irgendwas machen würde. Grid may retreat history to the forest, but you just follow the instructions. Just okay. Follow the instructions. Tja, da bin ich wieder, sagt er. So, Day 2. Day 2. Attack the South Infantry with your recon. South Infantry with Recon. Das machen wir doch ganz gerne. The remaining infantry with your south tank. From south oder from west? You should use the remaining infantry with your south tank. Ich werde es jetzt einfach mal so rum machen, weil ich so zum Zweifelsfall noch die Arti angreifen kann. Move your north lander one north, five east. North lander one north und 1, 2, 3, 4, 5. Your remaining lander three east to north. 1, 2, 3, 1, 2. And attack the artillery with your house tank and battleship. Na ja gut, er hat die AT jetzt nicht in diesen Wald zurückgezogen, weswegen das mit dem Battleship jetzt nicht mehr notwendig ist. Move your north sub to north 3 east. Sub to north und 1, 2, 3 east. And attack the sub with your cruiser from the west. Das ist ein Overkill. Okay, dann war's auch schon. Okay. Konntest theoretisch noch die Städte einnehmen, aber ich weiß nicht, ob das was. Muss ich nicht. Du könntest theoretisch. So, Day 3.
Move your recon to east to north and attack the rocket launcher with your tank. Move your west lander to the south part of grid space shore and drop off the two mechs. Move your sub to north 3 east. Auch. And your battleship to north 3 east. Na gut, da steht jetzt noch ein Lander, den er mir nicht kaputt geschossen hat. Aber gut, den können wir ja hier hinstellen als Kanonenfutter. Also 2 North und 3 East. Das wäre hier. Genau. Ende. Na dann, hau mal deinen Power Snipe raus. Oder eigentlich ist es eine Sniper Attack. Snipe! Professor Sniper. So, Day 4. Use your core power. Juhu! So, was ist nächstes? Das Battleship. Attack the battleship with your sub. And the east tank with your battleship. Whatever. The east tank with your battleship and damage mech from the west. Das geht, glaube ich, nicht ganz auf, aber... Mit der Damaged. Ja, ich weiß. Es geht trotzdem nicht ganz auf. Wenn du den Tank jetzt gleich kaputt machst, dann kannst du das nicht capturen. Vielleicht traut er sich nicht mehr, das kann ja auch sein. Begin capturing base. Das war's eigentlich schon. Ja. Mach trotzdem jetzt noch den hier. Und weil ich lustig bin. Co-Power kann ich ihm eh keine chargen, er hat sie gerade drin. Nein, da dauert es einen Tag länger, ne? Ja, diese Sachen, diese Deppelspielungen sind ja auch alle ziemlich knapp berechnet, ne? Da kann schon mal passieren, dass mal ein, zwei Schaden fehlt, dass da ein, zwei Schaden fehlt. In dem Fall ist einfach mal wieder die KI gescrewt. Der hätte nämlich eigentlich das andere Landeboot an der einen Stelle angreifen sollen. Aber gut, kann man nichts machen. So, das Most Random Level kommt ja sowieso jetzt. Also wir können es einmal mit Guide probieren, aber im Normalfall funktioniert der in dem Level am allerwenigsten. Nachdem heute allerdings keiner von den anderen funktioniert hat, würde ich dem sogar mal einen Versuch geben. Weil die anderen funktionieren im Normalfall immer. Und der funktioniert im Normalfall nie. Using Max. Ja, ich weiß. Da gibt's keinen besseren Chor als Max. Tamys Debüt. Und wir spielen es nicht mit Tammy selbst, sondern mit Max. Okay. Okay.
One. Attack the West copter with your fighter from the West and remaining copter with your anti-air from the West. Jetzt zeigen wir dem Eagle mal, wie richtige Flugeinheiten auszusehen haben hier. Nix da, 115, 110, 150, 100. So. Move your tank and artillery northeast along the road. Your mid tank one north to a east. Yep. Hast du? Yep, das okay. Haben wir auch. Your missile launcher north along the road. Yep. Your east mech and infantry north. Ja, North. East Mech und East Infantry wahrscheinlich dann. Your East Mech and Infantry North. Ja, damit sind die zwei gemeint. And your Copter 4 West to North. 1, 2, 3, 4. Dup. So. Load your remaining Mech into your APC and move it 1 West, 5 North. Dropping the Mech East. Natürlich. Ja. And load your remaining infantry in your support copter and move it north of your copter. You know. Und nichts droppen. Day 2 kommt jetzt, also es ist schon ein Ende. Hier riecht irgendwie lecker. Das ist das Level, wo eigentlich von diesem Guide her am meisten schief gehen kann. Es hat, glaube ich, noch so gut wie nie funktioniert. Ich habe einmal hat es funktioniert. Nach ungefähr 5 Versuchen. So. Move your tank 5 east and north. 5 east and north. Ja, und da haben wir and jetzt... Ja, da müssen wir jetzt schon neu starten, weil ich weiß, dass hier an dieser Stelle ein Tank stehen sollte. Ich kenne den Guide schon. Okay. Improvisier einfach da. Ja, gut. Ich kann jetzt schon noch versuchen zu improvisieren. Die Frage ist, wie gut das jetzt funktioniert. Weil meine normale Taktik ist, seine ganzen Flieger crashen zu lassen. Also so lang zu warten, bis ihm all sein Benzin ausgeht. Weil du willst gar nicht wissen, was der hier alles hat. Aber improvisieren kann ich schon mal. Jetzt muss ich bloß irgendwie überlegen, wie kriege ich diesen Copter gesichert? Wie kriegen wir den jetzt gesichert? Jetzt ist er ziemlich sicher. Die Arti darf er mal meinetwegen runterschießen, also das ist kein Problem. Wenn du hören würdest, was hier alles rumfliegt, du würdest Angst kriegen. Jetzt siehst du, was hier alles rumfliegt. Ja. Und jetzt kommt etwas, was unter dem Begriff Far Beyond Overkill läuft. Okay, da kommt an nichts ran. Far Beyond Overkill. Kriegen wir den eigentlich gewonnen-hittet? Ja, kriegen wir auch. Die Jäger müssen eher runter als die Bomber.
Sehr schön, der Bait funktioniert immer wieder. Dem Level zu improvisieren ist immer dämlich, weil Eagle so verdammt random ist. Nächster Jäger. Ich muss ihm alle seine Jäger rauslocken. Bis er keine mehr hat. Und ich weiß, dass der noch... Ich bin mir nicht sicher, wie viele Bomber er noch hat, aber er hat noch ein paar. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, ob er noch einen oder noch zwei hat. Ich weiß auf jeden Fall, dass er hier eine verdammt große Luftflotte hat. Ich wundere mich, dass mein Fighter noch auf Full HP ist, genauso wie mein T-Copter. Jetzt habe ich dummerweise bis auf den Fighter keine Air-Units mehr, mit denen ich ihn locken könnte. Weil mein T-Copter ist der, der am Schluss am Leben bleiben muss. Zumindest bis kurz vorm Ende. Bomber kann ich ihm noch mit dem APC locken. Die Missile ist momentan noch ein bisschen zu praktisch für Sichtweite. Super, eine Gabe verschwendet. Oh ja, was haben wir denn da? Da haben wir noch ein paar Copter. 210% Schaden. Nochmal 175%. Er ist so schön verwundbar, wenn seine Gabe aktiv ist. Ja. Ja. Seine Gabe hat hier noch ein paar erhebliche Nachteile. Weil alle seine Einheiten kriegen nämlich eine Stat-Reduktion. Ich glaube, minus 20% Angriff und minus 30% Defensive oder was andersrum. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall. Okay. Es hat seine Nachteile, wenn er diese Gabe benutzt. Ja, da ist der letzte Bomber. Oder war es der vorletzte? Ich bin mir noch nicht sicher. Auf jeden Fall ein Bomber weniger. So, wie kriege ich den jetzt nochmal? War das so? Ach, ich mache einmal mal ein Safe State und probiere es aus. Weiß, war den Jagdpanzer noch voll mit dem.
dem kann ich im Zweifelsfall weniger anfangen. Ja, da kommt noch ein Kampfpanzer und da, ja, auf den Kampfpanzer habe ich auch noch gewartet. Ja, im Briefing steht, dass Beagle einen Kampfpanzer auf seinem Hauptquartier geparkt hat. Ja. Im Hauptquartier parken ist nämlich immer ein bisschen günstiger. Ah, den haben wir ja mal wieder übersehen, ne? Ich wusste, der hat noch einen Bomber. Gut, ich kann immer noch versuchen, ihm alle Einheiten kaputt zu machen. Allzu viel dürfte er ja jetzt nicht mehr haben. Oder ich versuche, die Mech hier noch irgendwie da durchzukriegen. Was jetzt auch irgendwie unwahrscheinlich ist, dass ich das noch schaffe. Ist die Frage, was hat der jetzt da unten noch alles? Also ich weiß, dass er den Medium Tank da oben noch hat. Fighter ist kurz vorm Abstürzen. Ah, ein Copter hat er hier noch. Gut, dass ich für den noch eine Anti-Air habe. Wie lange hält der Fighter noch durch? 2 Tage. Leider zu wenig. Jetzt, wenn ich wüsste, ob der da unten noch mehr Einheiten hat. Das sieht hier echt nicht so aus. Ich glaube, der Medium Tank ist seine letzte. Probieren wir es einfach mal. Er stürzt ab. Bitte lass das seine letzte Einheit gewesen sein. Ja. Geht doch. Yay. Random Mission ist random. So kommen wir in den S-Rang. Ja. Der hat ein relativ großzügiges Zeitlimit in der Mission. Also man kann sie im besten Fall auf 8 Tage gewinnen, wenn die Strategie funktioniert. Aber... man hat, glaube ich, Zeit bis ungefähr Tag 12, bis der Perfect Score runtergeht.